Das will ich mir reinziehen. Trap Sound, Internet Fame und Swag. Der Absturz von Money Boys. Rapper werden wollte, war das ein absolutes Muss. An der Spitze der brandneuen Rap-Bewegung. Oha, Digga. 4K-Qualität. Oh, ab die Narrow Gang oder G.O.D.G. mit Membern wie Moneyboy, Hustens auf Jüngling oder Medikamenten Manfred. Und der Hype um sie war real, okay? Also ich mein's wirklich ernst. Ja, ich rede von ausverkauften Shows, goldenen Platten und Millionen von Klicks, aber was ist passiert? Der Einzige, der noch wirklich relevant ist, ist Moneyboy. Das, meine Freunde, ist der Abschluss der Glow Up die Narrow Gang. Yeah, we getting paper und werden rich. Glow Up die Narrow Gang. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Jetzt richtig gehört, heute geht's um die G.O.D.G., die Glow Up the Narrow Gang. Und die Story beginnt im Jahr 1981. Im Jahr 1981, ja, for real. Ein Junge namens Sebastian Meisinger, später bekannt als Moneyboy, wird in Wien geboren und interessiert. Stimmt eigentlich dieses Gerücht, Chat, dass Moneyboy in ein Startup investiert haben soll und er seine Firmenanteile für 80 Millionen verkauft hat? Oder waren das Fake News? Hatte irgend so ein Rapper in so einem Interview gedroppt. Digga, 80 Mios. Huch. Interessiert sich früh für Basketball und Rap. Er hat sogar selber Basketball gespielt und das gar nicht mal so unerfolgreich. Gut, ich war in einer der stärksten Nachwuchsmannschaften und auch ist im österreichischen Nachwuchsnationalteam. Und na, seht ihr mal. So, und da haben wir auch international gegen Deutschland und gegen. Stimmt nicht laut Moneyboy. Ich würde, also Retalk, Digga, ich will ihn jetzt nicht als Lügner hinstellen, aber ich würde auch nicht wollen, dass Leute wissen, dass ich auf einmal hundertfacher Millionär bin oder so. Alle möglichen Mannschaften gespielt. Dann habe ich auch in der österreichischen Bundesliga gespielt. Zu der Zeit hat er neben dem Sport an der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und hat dann seine Magisterarbeit über Gangster-Rap in Deutschland geschrieben. Wenn ihr euch fragt, worüber man da so schreiben könnte, ich lese euch mal ein Beispiel vor, ja, das ist original, Sebastian Meisinger, 2008. In ihren Texten nehmen die Akteure häufig auf ihre Potenz und Virilität Bezug. Die Selbstüberhöhung der eigenen Potenz sowie Verweise auf die eigenen Geschlechtsorgane sind typische Elemente des Battle-Raps. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ja, kurz darauf ist der größte österreichische Hitsong und die inoffizielle Nationalhymne Dreh den Swag auf entstanden. Und meiner Meinung nach hat dieser Song so die ganze deutschsprachige Musikszene komplett verändert. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ja? Aber was gibt's denn Vergleichbares? Was gibt's denn Vergleichbares zu Dreh den Swag auf? Nichts. Vor einem Monat. Ganz ehrlich, Moneyboy und Haftbefehl, am Anfang haben die alle ausgelacht, so, ne? Und heute kennt die jeder. Und die sind extrem erfolgreich. Und jetzt komme ich in den Club, die Leute schreien meinen Namen. Im Internet ist der 29-Jährige ein echter Star. Und täglich kommen neue Fans hinzu. Baby, es sind schon wieder mehr Klicks. Schau mal, welcher Rap hat 1 Million Klicks für ein Video? Es passiert jetzt schon öfter, dass wir rausgehen und es schreit irgendwer Moneyboy, Moneyboy. Digga, wie alt ist das? So viel Privatsphäre. Wie alt ist das? Und der war damals schon 29. Wie alt ist denn der Bré heute, Chat? Googelt mal nach. Der Boy hat sich. Der ist ja älter wie Knossi. In den Jahren danach wirklich einen eigenen Namen gemacht. Und das mit Hilfe von verschiedenen TV-Auftritten. Der ist 41? Zum Beispiel, ich bin der Chicken Man. Spaghetti Yolognese oder Heidchens. Wie zum Beispiel, was? Ich bin der Chicken Man. Spaghetti. Spaghetti Bolognese, Digga. Ach du heilige Scheiße. Yolognese oder Heidchens. Und jetzt wird's interessant. Bruder, ist aber einfach, das sind sehr geile iTunes war nämlich Namen. Das erste iTunes war nämlich das erste Album, auf dem es Features wie zum Beispiel The G, MC Smoke, Spinning Nine, Hustensaft Jüngling oder Medikament Manfred gab. Du hast keine Ehre, gib's keinen die Shisha. Falls euch die Namen nicht. Gib's kein. Chat. Nennt mich nicht garstig, aber wenn die heißen Models wieder alle ausverkauft waren oder zu teuer fürs Budget, Digga, dann musste halt auch einfach die Zweitbesetzung ran. Falls euch die Namen nicht sagen, ist es gar kein Problem, ja. Hui. Es gibt da draußen noch andere Leute ohne Bildung. Ersatz, das sind Mann. Alles Rapper, ja. Die so im späteren Verlauf ein Teil der G. Was? Achso, das war seine Freundin. Oh nein, Digga, das nehme ich zurück. Sorry, Moneyboy. Bitte stech mich nicht ab für 10 Bitcoins aus dem Darknet. Und wo ich das gesehen habe, da hat es bei mir aufgehört. Schönste Frau der Welt, die ich je gesehen habe. Hätte ich sehr gerne auch in meinem Rap-Video gehabt. Versucht herauszufinden, wann die Glow Up die Narrow Gang gegründet wurde. Wann es die ersten Lebenszeichen gab und so. Und das war halt damals so. Wieso, Kai, wenn du jetzt noch einmal in den Chat schreibst ohne Sub, dann gibt's einen Bann. Frau hin oder her. Vichy Vashy, weißt du, da waren die alle irgendwie so Mitglied von irgendwelchen anderen Crews. Bentley Boys, habt ihr das schon mal gehört? Das Moneyboy war drin. Bentley Boy Gang, Bentley Boy Gang.
Oh Gott, klingt aber das ich glaube, ich bin verdammt nah dran, okay? Pass auf. Der Song G.U.D.G. kam 2015 raus, ja? Aber lasst euch nicht täuschen, meine Freunde. Es gab schon Mitte 2014 erste Erwähnungen in der Gang. Wie zum Beispiel hier auf dem Cover von Mixtape Splishy Splash, das unter anderem Songs wie Cola mit Eis hervorgebracht hat. Du bist Sportler, morgen ist Matchday. Cola mit Eis. Aber lasst euch nicht täuschen, ja? Den ersten offiziellen Release von der Glow Up, die Narrow Gang, gab es tatsächlich schon etwas früher, ungefähr einen Monat früher. Aber ich war immer noch nicht zufrieden. Ich wollte mich um keinen Preis täuschen, meine Freunde. Darum habe ich das gemacht, was jeder normale Mensch machen würde. Ich bin all seine alten Facebook-Posts durchgegangen. So, und jetzt die allerfrüheste Erwähnung von der Glow Up the Narrow Gang, die Menschen noch zugänglich ist. Ich glaube, ich habe seit 3 oder 4 Jahren mein Facebook-Passwort verloren und mich seitdem nie wieder eingeloggt, Digga. Und irgendwie habe ich nichts verpasst. Wurde hier am 19. März 2014 gepostet. Er schrieb, Newest Tat, Hashtag Glow Gang, Hashtag Glowboy. Ja, das kann ich auch. Selbst wenn man sich mit Moneyboy nicht wirklich beschäftigt, weiß man ganz genau, was in diesem Video unbedingt vorkommen muss. Denn im November 2014 hat man... Kennt ihr dieses legendäre Moneyboy-Interview, wo er bei irgendeiner so einer Fernsehsendung war, für Kinder oder so? Moneyboy, den vielleicht legendärsten TV-Auftritt bei einem Jugendsender... Ach, da ist es schon! ...in der Geschichte ja! der TV-Auftritte bei einem Jugendsender hingelegt. Wieso haben die das ausgestrahlt? Mr. Moneyboy, a.k.a. Little Young, a.k.a. MBZ Pineapple the Fruit Dude. Bei Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Nein. Was natürlich auch den allen Leuten, die Sendung sehen, zu empfehlen ist, halt, wenn die upturnen wollen. Vor allem in Berlin hier so. Nein! Berlin City? Nein, wie? Hallo? Also. Wir sind hier ein Jugendsender. Du kannst doch nicht im Fernsehen. Ach so, das war live. Wie die Moderatorin noch versucht, irgendwas zu retten, aber das Ding ist so over. Es war noch nie so over, Digga. Sagen, dass sie das machen sollen. Also, ich sehe da einen ziemlich fetten Iceberg. Bei Joyce TV, der Boy, der G, sick wie Leukämie. Wird ja dem Boy ein bisschen unangenehm, wenn er das... Hä, wieso haben die Plätze getauscht? Gelächtert wird, no more. Nee, bitte nicht mehr. Was? Was der Typ labert! Und dann zündet er sich einfach! Der zündet sich einfach einen an! Das ist einfach unschlagbar! Nee, bitte nicht in der Sendung rauchen. Ach so. Nee, das ist nur so Katzenwinzel. Nee, mach alleine in dem. Bruder! Egal, was man von dem Typ hält und von seiner Musik, aber der hat alles abgerissen, was jemals irgendeiner in einem Live-Interview abgerissen hat. Und dass die nicht völlig durchgedreht ist, da ist auch wirklich dicke Respektschellen, dicke Handshakes angebracht, man. Holy shit, Alter. Im Jahr hat Moneyboy 6... Ich wäre einfach aufgestanden gegangen, Digga. Mixtapes und ein Album gedroppt, während er mit der neuen... Zündet er sich einfach das Smoke an. Gang immer mehr Fans und... Ja, ich habe mich versprochen, Chat, nervt andere dich. Künstler angesprochen hat. Legendär war zu der Zeit auch der Splash-Auftritt von den Orsons, die Glow Up the Narrow Gang gestürmt hat und es wurde Orangensaft verschüttet. Im Endeffekt, das war ja nichts. Wir können auch nicht wissen, dass die Orson keinen Orangensaft mögen. So. Ja. Wir wollten ihn halt ein bisschen trinken an die Bühne bringen. Ja, wir haben halt mit denen gefeiert, ist doch normal. Komm, Schock aus dem Arsch, Tino, Homo, wir turnen ein bisschen ab. So. Nebenbei haben andere Member der G.U.D.G. Hitsongs gedroppt, die Millionen von Klicks generiert haben. Der Average Jochen würde sich bei so einem Auftritt denken. Also ich hätte zu frisch gepressten Orangensaft nicht nein gesagt, Digga. Lecker Schmecker. Was für ein Humbug, was für ein Schwachfug. Der wahre Musikkonnoisseur weiß aber die Kunst dahinter zu schätzen und kauft Konzerttickets und Merch auf, wie ein Schwamm diese Wasserflüssigkeiten aufnimmt. Ich meine, Hustensaft und Medikamenten, Manfred, waren damals halt legit noch Kinder so, aber die wurden halt dafür gefeiert, dass sie mit Geld und Marken Kleidung flexen. Das ist halt einfach etwas so, entweder du verstehst es oder du verstehst es halt nicht und zweifelst so ein bisschen an der Menschheit. Und ich persönlich hab's damals extrem gefühlt. Ja, König Hustensaft und Trap God habe ich auf und ab gepumpt. Ja, damals auswendig gekonnt. Und die Glow Up, die Narrow Gang, war sogar auf dem Collab-Album Classic von Bushido und Shindy in einer limitierten Ausgabe vertreten. Das bedeutet, ja, dieser Typ hier ist Gold-Rapper. Wenn man sich so die Google-Trends von Moneyboy anschaut, dann merkt man eigentlich recht schnell, dass das so sein Peak war. Aber
Was ist hier passiert? Und warum sind die Suchen nach dem Spike hier immer weiter runtergegangen? Tja, meine Freunde, das... Fuck, ich schwöre bei Gott, ich mach das nicht absichtlich. Irgendwann hau ich den weg. Ur den Moment versaut. Jetzt hätte ich so ein cooles Intro gemacht. Ich probier's trotzdem. Tja, meine Freunde, dieser Spike war sowas wie der Untergang der Glow-Up Dinero Gang. Security, ich sag so, da werden Becher geworfen. Und er sagt so, ja, was soll ich machen? Er fragt mich während meinem Konzert, was er machen soll, wenn Becher dies. Er will Becher werfen. Am Ende von einem Auftritt der G.U.D.G.'s Moneyboy ausgerastet, weil die Fans Becher auf die Bühne geworfen haben und er hat sein Mikrofon in die Crowd gefetzt. Ja, und es gab einen massiven Shitstorm und als direkte Konsequenz darauf hat er seinen YouTube-Kanal gelöscht, wo unter anderem halt die Banger, ne, Dreh den Swag auf, das Original, komplett für immer vernichtet wurden und er hat sich eine Auszeit gegönnt. Wäre das heute gewesen, er hätte irgendeine Frau mit dem Mic am Kopf getroffen und die hätte eine Platzwunde. Oder wäre es wieder so, dass Internet explodiert? Huch. Das Problem ist, dass der Fame von allen anderen Membern direkt mit dem Fame vom größten... Ich hätte das geklaut und losgerappt. Imagine, wirklich, irgendeiner hätte es gefangen und einfach ein paar Lines gespittet. Was so Konzertkarten und so angeht. Manche Mitglieder haben sich dazu entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen und das Genre zu wechseln. Wie zum Beispiel der G, der allerdings später meinte, dass er es bereut und seine Karriere dadurch ruiniert hat. Medikamenten-Manfred ist ebenfalls von der Bildfläche verschwunden und nachdem logischerweise zuerst angenommen wurde... Er ist tot, hat sich herausgestellt, dass er tatsächlich einen unfassbar großen Haufen an Kohle in Form von Immobilien und so Mietwohnungen und sowas geerbt hat. Und jetzt ist er ein erfolgreicher Businessmann. Ich schwöre, ich mache keinen Spaß. Also die Kunstfigur im Medikament Manfred ist tot. Er ist schon viel vielschichtiger, nur Homo. Er hat Mietshäuser geerbt, einen Anteil. Also er ist nur der Miteigentümer, nicht der alleinige Eigentümer. Ja, er fährt das Audi A8, er verdient sehr viel Geld, aber er hat einfach keine Zeit mehr so für Rapmusik. Und vor allen Dingen, das ist auch nicht wirklich vereinbar mit seiner Funktion. Jetzt im Aufsichtsrat, da muss er halt sehr seriös auftreten. Und er läuft jetzt halt immer rum so mit Anzug, geht er zu diesen Sitzungen. Ja, also er arbeitet da jetzt halt voll in so einer hohen Funktion. Aber was jetzt eigentlich mit dem Rest der Gang und was mit Moneyboy? Sei ihm gegönnt. Naja, ganz klar. Geld erben ist immer schön und gut, aber das Geld behalten, das ist die Kunst. Da wurde zuerst ebenfalls vermutet, ja, er ist auch tot. Das ist es aber zum Glück nicht, ja. Er war in einer Klinik, bevor er unter dem neuen Namen YSL No Plug das beste Comeback-Album aller Zeiten gedroppt hat. Ab dem Album waren die Tracks hochwertiger und besser durchdacht, Musikvideos waren auf einmal richtig professionell gemacht und alleine durchs Anhören konnten blinde Menschen wieder sehen. Auch die Alben, die danach gekommen sind, haben einen sehr geilen neuen Style, den aber irgendwie das Album muss ich mal abchecken. Nur er hat. Ja, einige Member haben immer noch Musik gemacht, ja, oder sind in Form von Features nochmal aufgetreten, aber irgendwie war dieses Trash- Cloud-Rap-Gemisch, was irgendwie so ein bisschen Underground war damals, nicht mehr das gleiche ohne den Boy an der Spitze. No homo. Dem mit Abstand dümmsten Abgang aus der Szene hat aber eine Person und das war Hustensaft Jüngling und mein Gott, pass auf. Erben hat aber nichts mit Macher zu tun. Ja, da war halt deine Generation vor dir, waren die Macher. Aber wenn du das Geld gut verwaltest und sogar vermehrst, dann bist du ja irgendwo auch ein Macher, ne? Viele würden das Ding gegen die Wand fahren. Also ich würde, wenn ich dick erben würde, ne, Chat, da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich hätte da zwei Namen auf dem Zettel, Mimettel. Ich würde mir, glaube ich, als Immobilien- und Finanzverwalter und Berater, würde ich mir den allerechten ApoRED an die Strippe holen. Und wenn der schon ausgebucht ist, ja, wenn der schon mit Revis Immobilien zu viel zu tun hat, dann würde ich mir auch KS-Freak, den allerechten TikTok-Livestream-Challenge-Streamer, dazu holen für die ein oder andere Beratungsstunde. Auf dem freien Mann. Der Typ hatte eine Freundin namens Selina. Da fühle ich mich nämlich sicher auf. Ja, auch bekannt als Never Baby. Als großes Karriere... Ne. So, der Typ hatte eine Freundin namens Selina, ja. Auch Digga, die kenne ich. Woher kenne ich die? Digga, woher kenne ich den Namen? Auf irgendeinem Instagram-Bild mal gesehen, glaube ich. Lel. Digga, die war einfach mit... Auch bekannt als Never Baby. Als großes Karriereende haben die beiden verkündet, dass sie gemeinsam einen droppen. Auf YouTube. Es ist kein Scherz, okay? Die beiden haben gemeint, sobald er eine gewisse Anzahl an Instagram-Followern erreicht hat, werden sie diesen droppen, ne? Direkt Jahre auf her, YouTube. Und dann war es tatsächlich soweit, ja? Der 23.11.2018. Hustensaft Jüngling, der allerechte, hat sein Follower-Ziel erreicht, droppte tatsächlich um Punkt 20 Uhr auf YouTube einen also genauer gesagt einen Track namens Ma. Oh.
Oh, System gedribbelt. Alter, muss das sein? Ich sag's euch, in der Sekunde hat der Typ so viele D-Abos gemacht. Hate-Kommentare, Dislikes, es war geisteskrank, okay? Und das ist halt auch zu Recht so. Das ist einfach Clickbait hoch 10. 123.000 Dislikes, 10.000 Daumen nach oben. Hat richtig schön Minus-Abos gemacht, Digga. 113.000 Minus. Montinius Macarinius. 10.000 Daumen nach oben. Hat richtig schön Minus-Abos. Oh, minus 17.000, minus 7.000. Oh. Gemacht, Digga. 113.000 Minus-Abos, Digga. Bei Instagram. Alter, what? Ah, Bruder, da, bei dem lief aber überkrass. 14.000 plus, da ist auch irgendwas mit vierstellig oder fünfstellig. 4.000, 5.000, 1.000. Hä, was ist das? Digga, war das ein Bot-Chat? 73.000 Follower? Ach so, weil die gesagt haben, hier bei der und der Schwelle, oder? Droppen wir den Aal. 7.000, 11.000. Oh Mann, ey. Bruder muss groß, Alter. Puh. Bruder muss Stoß. Ja, ist heftig, ist aber auch, wie gesagt, komplett gerechtfertigt. Ne? Und vor allem das, was Monte über seine Freundin, ne, über die Selina gesagt hat, da kann ich ihm nur zu 100% zustimmen. Oh nein, jetzt bin ich mal gespannt. Der Vergangenheitsmonte. Ich mag Frauen, die geschminkt. Ach so! Da kann ich ihm zu 100% zustimmen. Ich mag Frauen, die geschminkt genauso geil aussehen wie geschminkt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja! Absolut. Moneyboy auf der anderen Seite ist immer noch so. Der Clip, den werde ich mir auch noch mit 80 reinziehen und ablachen. Songs am Droppen, Bandanas am Koppen. Letztens hat er mit Kaufland gemeinsam eine extrem... Bruder, wer wollte auch mit Kaufland eine Koop machen? Der Wendler, ne? Digga, imagine, einfach du musst Wendler droppen, nimmst Moneyboy. Beziehungsweise imagine, Moneyboy ist hochgradig seriöser als fucking der Wendler-Mann. Fucking erfolgreiche Promotion, also eine Werbung halt gedreht, ne? Das ist die beste Werbung, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Check das aus. Yo, die Äpfel sind pretty, ebenso die Nektarinen. In diesem Rap-Game muss man sich Respekt verdienen. Und bei Freshness gibt es keine Kompromisse. Ich Rap-Game muss... Digga, die hat sich einfach nochmal mit ihnen an denselben Tisch gesetzt für den Clip. Digga, die Zeiten sind vorbei, Chat. Ich würde hier gerne Sachen sagen im Stream, aber ich muss mir echt zusammenreißen. Familienfriendly, seriöser Streamer, Kappa. Muss man sich Respekt verdienen. Gibt es keine. Ach, war nicht die gleiche? Dann scheiß drauf, Digga. Nummer 1 in Sachen Frische. Frag mich, was für Saft. Einfach Orangensaft. Aus den Früchten von Kaufland. Frisch gemacht. Was für eine krasse Entwicklung. Bruder, echt nicht schlecht. Und Chat, welcher Laden? War das Lidl? Hatte doch eine Kooperation, eine richtig geile Werbekampagne mit Jeremy Fregger oder wie er heißt? Dieser Typ, der immer an der Gurke riecht oder so, ne? Wenn man... So Werbekampagnen, wenn man diesen Personenhype richtig umsetzt, dann ist es... Ja, Schätze, man kann nicht jeden kennen mit dem Namen, okay? Sein Name ist auch kompliziert. Lass mich in Ruhe. Vom kleinen, unbedeutenden Nobody, über den man sich lustig gemacht hat, hin zu einer Kooperation mit dem Boy. Gratulation an Kaufland. Man kann sagen, mit dem neuen Style von Moneyboy und dem Imagewechsel, Austritt oder Karriereende von anderen Membern ist die Glow Up Dinero Gang einfach nicht mehr da, wo sie früher mal war. Und aus dem Grund... will ich mich offiziell als neues Mitglied bewerben. Ich droppe einen Song, ich gehe auf Tour, es ist mir egal, ja. Das Einzige, was ich will, ist, dass die Glow Up Dinero Gang wieder on top ist. Ach so, außerdem. Danke an euch alle für dieses urcoole Stück Metall.